So, und damit hallo, liebe Leute. Willkommen zu meinem ersten Let's Play von Far Cry Primal. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen angezockt, aber für euch starte ich das Ganze nochmal von vorn. Ja, diesmal sind wir nicht auf irgendeiner Insel und rennen vor irgendwelchen Drogenbaronen weg und suchen unsere Freunde. Nein, diesmal sind wir 10.000 Jahre vor unserer Zeit auf einer Insel mit einem Einwohner namens Tucker. Und wir müssen unsere verlorenen Brüder suchen. Und ja, wie das Ganze so abläuft, das schauen wir uns doch einfach mal an. Masse Hazar, Masse Janas. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidash. Guifa Haplaha, Winja Damsha. By a Guama Udam Krauhadan Yaudan Isila Haskapuris Winjan Hirakwas Barash Nu Laukas Guama Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua Guasharsh. Urus Sansharsh. Mas Sansharsh. Ja, und dann geht das Ganze auch schon gleich los.
Ich finde, auch hier in Far Cry Primal haben sich die Entwickler wieder sehr viel Mühe gegeben, was die ganzen Details und auch die Grafik angeht. Alleine dieses Wasser und diese ganzen... Ja, die ganzen Gräser und... Gut, also wir sollen das junge Mammut von der Herde trennen. Ja, wir müssen aufpassen. Also ich glaube, da überlegt man sich dreimal, ob man so einen Mammut streicheln will. Oh, los geht's. Ach, kleinen Snack zwischendurch. Ja, Peter wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so freuen, aber hey, es ist nur ein Spiel. Und wir brauchen alle was zu essen. Was zur... Verdammte Scheiße. Und ab geht's. Oh, aber hey, wir leben noch. Oh. Oh, eine kleine Fleischwunde. Mein Shanchita Dakar. Urus Weida. Umas Aperskande Winja. Rasta. Ich werde unsere verlorenen Brüder finden, schwöre ich dir. Ich werde sie finden. Schlau, Dragwash. Ruhe in Frieden, Bruder. Ruhe in Frieden. Oh, da haben wir auch schon unsere erste Aufgabe. Wir sollen eine Waffe bauen. Jetzt mal esse ich noch einen kleinen Snack zwischendurch. So. Und
Wir müssen jetzt ein paar Materialien sammeln, was man jetzt leider schlecht sieht, weil da oben noch meine ganzen Skins angezeigt werden. Aber wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Oh, noch ein bisschen Schiefer. Und auch noch ein bisschen. Noch ein bisschen Schilf. Bisschen Alderholz. Ja. Also wie gesagt, die Grafik ist mal wieder echt gelungen. Wenn man sich das Ganze mal so ansieht. Hier noch ein bisschen mit. Nehmen wir doch einfach mal alles mit, was wir finden können. So, ziele mit deinem Speer, indem du L2 gedrückt hältst, drücke R2 beim Zielen, um dein Speer zu werfen. Ja gut, wenn wir einen Speer hätten, könnten wir das ja machen. Aber das hatten wir gerade eben bei dem Mammut schon gemacht. Oh, stelle einen Bogen her, drücke das Touchpad, um das Menü zu öffnen. Oh. Dann stellen wir uns mal den Bogen her. Auch hier, also man sieht schon, was noch alles auf uns zukommt. Allerdings wird es erst im Laufe der Geschichte freigeschaltet. Ja. Schauen wir mal, was uns alles noch so erwartet. So, erstmal bauen wir uns hier einen Bogen. Oh, noch ein bisschen Spucke hier. So. Sitz passt, wackeln in Luft. Ah. Wunderbar. Oh, wir sollen also in unserer ersten Mission etwas zu essen finden. Gut, jagend heute Tiere, um Nahrung zu erhalten. Gut, dann schauen wir mal. Hey, da vorne ist eine Ziege. Leute, leider kommen wir schon zum Ende meiner ersten Folge. Wie ich mich bei der Jagd anstelle und ob ich die drei Ziegen erwische, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.